Hi und willkommen bei der Mr. Niro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Schaut euch meinen Bart an und meine grünen Klamotten und meinen Druiden auf meinen Rücken. Ja, wir haben in der letzten Folge das Spiel begonnen und sind auf Coruscant. Wir sind auf Coruscant und wollen uns mit der Crew treffen, ne? Nachdem wir hier irgendwie so einen Senatstypen hier konfrontiert haben, ne? Und ja, lief auch alles relativ gut, ne? Mit der Ausnahme, dass wir irgendwie genau am Ende des Parts voll auf die Fraser bekommen haben. Oh. Also mehr Kreuz sagen, dass ich da gestorben bin. Ich glaube, das ist Wiederherstellung, ja. Gut. Wir machen weiter, ne? Wir sind schon hier relativ weit gekommen, fand ich. Ich befinde mich 0,87 Stunden im Spiel drin, ne? Habe ich gesehen, als ich das Spiel geladen habe, was auch immer das bedeutet. 0,87 Stunden. Ist irgendwie merkwürdig. Merkwürdige Wahl, irgendwie das Spiel irgendwie die also ja. Die Spieldauer irgendwie ja so. Oh. Okay. War ich ja schon. Es geht los. Oder hab ich. Alter. Sind wir ja. Oh, das ist nicht gut. Ach, die Gegner sind wieder respawned. So, ja, als ich letztes Mal hier war, wurde ich direkt von so einem Druiden angegriffen und der hat mich mit einem Schlag weggehauen. Weil ich irgendwie auch nicht voll geheilt war und so, ne? So, jetzt müsste halt eigentlich ja klappen, ne? Da kam irgendwie so eine Nachricht so von, na, du musst ausweichen und so, ne? Also, guck mal hier. Jetzt ist der gar nicht hier, ne? Jetzt ist der da unten wahrscheinlich, ne? Ich den so angesehen, ja, ne? Kann ich das hier einsammeln? Oh, da heile ich mich, stimmt. Oh. Das ist irgendwie merkwürdig, weil ich bin eigentlich ausgewichen, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, ne? Getroffen habe. Aber irgendwie hat er nicht so geklappt. Ja, ne? Schnell zur Ruhe, nachdem du. Zeigen wir jetzt erst. Zack. Gott. Ich habe ich mal lieber. Oh Gott. Alter. Ich glaube, von dir war er auch nicht gerade ein Fan. Ich sehe keinen Weg nach oben. Sehen wir uns um. Mann, nur weil ich irgendwie voll niedriger KP hatte. Und ich habe mir den Clip noch mal angesehen. Ich bin weggerollt, ne? Ich bin nach hinten gerollt wahrscheinlich, aber irgendwie hat er wahrscheinlich nicht gemacht, weil er irgendwie nach vorne geschlagen hat, ne? Und mich trotzdem getroffen hat. Ich weiß es nicht. Das ist ja mal ziemlich merkwürdig und voll unverdient. Was hat er da? Ein Kletterseil. Die Arbeiter nutzen so etwas jetzt. Kannst du es reparieren? Das Seil ist etwas ausgefranst. Aber nicht kaputt. Bekomme ich schon wieder hin. Bastelzeit. Stimmt dabei an. Ja, man hat hier. Schiffswrack bekämpft auf Kashyyyk. Reparierer, ne, wie nennt man das? Scavenger, ne? Und du hast allein wie nennt man das auf Deutsch? Das war BD. Nur ihr zwei. Und ein paar Freunde. Und was ist mit dir, Neuer? Machst du das hier für die Kredits? Kredits schaden nie, aber. Warum Kredit? Für die Kredite. Credits. Tochter. Kata.
Ich sehe sie viel zu selten, aber immerhin kann ich für sie sorgen. Bestimmt hart, nicht bei ihr zu sein. Hm. Und die Mutter? Na, ist gestorben. Das Imperium hat sie uns genommen. Tut mir leid. Sie haben viele getötet. Es werden immer mehr. Hast du sowas schon mal benutzt? Krieg ich schon hin. Ich war Schrottsammler auf Bracca. Schrottsammler, genau. Du hast schon einiges erlebt für dein Alter. Man schlägt sich so durch. Wir alle, oder? Kletterkabel. Okay. Das ist irgendwie merkwürdig, weil es weißt du auch hier für Machtgriff, ne? Ja, ja, ich komme ja schon. Das Kletterkabel hält. Gut, ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Ja, dann Kampf einsetzen. Ich spiele Dinger so auf. Da wir Perium schießen und dann. Wir können mit dem Terminal. So wie diese eine Szene aus Attack on Titan, wo Levi hier seinen Haken ja auf den Typen geschossen hat hier, damit die sich durch die Gegend schwingen. Gab sich langweilt, hat sie zum Spaß den imperialen Funk. Ist sie so gut? Zu gut. Vom Syndikat ausgebildet. Aber sie hatte es sich mit ihren Arbeitgebern verdorben. Gap. Also soll ich jetzt da springen oder? Ja. Bravo war ein Pilot für die Republik. Ex-Militär. Das erklärt einiges. Er fliegt einfach durch die Gegend wie Iron Man. Angeber. Wie hat deine Zusammenarbeit mit Coop und List begonnen? Kantine auf Norset. Ein Kopfgeldjäger hat uns aufgelauert. Die Zwillinge haben ihn in einen Minenschacht geworfen. Seitdem sind wir Freunde. Das sind alles Ereignisse aus dem ersten Teil. Hört sich so ein bisschen an, aber so ein bisschen auch nicht, ne? Warte mal, ihr wollt auch schon, ne? Steht Map Layout irgendwie nicht. Ja, ich nehme an, ich habe jetzt irgendwie eine neue Sache, ne? Jetzt kann ich irgendwie neue Orte erreichen, ne? Es gibt nur die Macht. Es gibt nur die Macht. Frieden ist eine Illusion. Was? So ungefähr lief oder Jedi Codex, okay. Oder? Gehen wir. Da sehe ich zum Beispiel, man sich glaube ich dranhängen. Da muss ich denn überhaupt hin? Das ist so verwirrend, ne? Ich wünschte wirklich, ich hätte irgendwie eine Karte. Die ganze Bombes. Du hast uns zum Senator gebracht. Klingt, als wollt ihr meinen Anteil verdoppeln. Ist das so, BD? Okay. Hallöchen. Ja, schön dich zu sehen. Hey, Bravo. Irgendwie läuft nie etwas nach Plan, oder? Wo bliebe sonst der Spaß? Die Haarphysik von dem Typen, ne? Wenn der irgendwie runterfällt. Danke für die Sicherung unserer Fracht. Ich versuche nur, mich nützlich zu machen. Wie macht sich der Neue? Ein bisschen geschwätzig, aber gut im Kampf. Ha, danke sehr. Gelbs hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen, aber er hat sich ziemlich gut verschanzt. Hast du geklopft? Ich nehme mal an, nicht. So. Sieht aber so aus, als hätten wir irgendwie alles erkundet, ne? Oh, da unten links sieht man ja. Sammelobjekte. Oh nein. Weil es ja irgendwie so ein Ort, der noch nicht, den wir noch nicht öffnen konnten, ne? Aber hier auch. Nein. Aber ich 100% erkundig. Wie geht das denn? Wird auf Screen nachgeholt. Mein Gott. Da werde ich mir jetzt nicht hier antun erstmal. Finden Zeichen vom Kerl. Batista!
mit den Zwillingen gewettet, dass der Senator dich drinnen ausgestopft hat. Dann will ich einen Anteil. Hey, Cal, wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid. Ah, die Mantis. Hat nicht mehr. Sag mir mal. Wie lautet der Plan? Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator hat Militärinfos auf seine persönliche. Sieht ein bisschen aus wie ein Schiff von Darth Maul. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstemmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Ziehen wir es durch. Leute, ich mach mein Ding. Ich mache ein paar Jedi-Kunststücke. Klettern, springen und so, ne? Ist schon Bescheid. Zwillinge, bring Kell über diese Kluft. Was hast du hier? Soll ich tun? Oh. Verstanden. Ich spiel so viel Genshin Impact, deswegen. In Genshin Impact ist irgendwie, wenn die. Die Charaktere so, die haben ja auch alle so Kombos, die sie machen können, ne? So Angriffskombos. Manchmal, wenn du irgendwie so Dreier-Kombos oder so machst, dann haben die mal so coole, süße kleine Animationen, ne? Deswegen versuche ich da jetzt hier in dem Spiel auch drauf zu achten, oder eigentlich in jedem Spiel jetzt, ne? So kleine Animationen, die irgendwie Charaktere irgendwie so haben können, so zwischen Kombos und so. So. Danke. Ja, ich bin ein Jedi. Ich habe da gerade was gesehen. Wo? Zwei. Oh, da unten. Da wollte ich jetzt nicht. Ach so. Ja. Nee. Ich genieße nur die Aussicht. Wonach suche ich? Zwei Streben haben sich um die Yacht gewickelt. Das wird eine Menge Kraft erfordern. Ich meine damit. Ich denke, das kriege ich hin. Okay, weil er noch ein Jedi, ey. Seid doch wahnsinnig. Hey, Cal, ich habe versucht, die Streben zu bewegen, aber... Ja, Gats hat mich vorgewarnt. In Ordnung. Hm. Relativ flüssig mit dem Klettern, finde ich gut. Ein bisschen vereinfacht, finde ich das. Erster Streben weg, Gabs. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Bin dabei. Gut, ihr seid wach. Dieser Lüftungsschacht brennt dich durch, wenn du ihm zu nahe kommst. Kein Ding. Was machen wir denn da? Da geht's ziemlich weit runter. Sei vorsichtig. Okay. Ich bin immer vorsichtig. War getimed? Carita, habt ihr den Arsch gerettet? Du schuldest mir ein Schiff. Ich vorwiegend Crash Bandicoot, ey. Wie an solche Dinger da umkletter. Danke. Ich bin drauf, Caps. Zwillinge, die Yacht gehört euch. Bulla. Crew ist in Position, Cal. Bereit, diesen Ramsidianer zu öffnen. Kommst du? Die Crew wartet auf dich, du Trödler.
soll ich da machen? Soll ich da hochgehen? Wo soll ich denn hin? Da. Da komme ich ja neben dem hin. Hm? Oh. Mein Gott, das siehst du aber auch manchmal nicht, ne? Soll ich denn wissen, dass ich da jetzt irgendwie hoch dran klettern soll? Und jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit, euch zu zeigen, wie es geht. Am Heckenbeete. Wo ist er denn? Das ist ein bisschen gefährlich hier. Ich meine, Palpatine ist auch auf Kurs an. Wahrscheinlich ist er nicht gerade jetzt hier. Wahrscheinlich allein. Mach dich bereit, nur für den Fall. Alles klar. Und meine Elitewachen töten euch. Lasst aber recht machen. Er lügt. Los, Kestis. Kannst du also, ich wollte gerade mein Lichtschwert zücken. Hey, was geht, na? Ich wusste, wir hatten noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminalcode. Das wäre mein Todesurteil. Hm, okay. Na, dann gucke ich mich mal selber um, ne? Oder auch nicht. Vielleicht kann ich ihn umstimmen. Du willst mir deine Codes sagen. Geht sogar tatsächlich. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Vertrauen. Du kannst uns vertrauen. Wir sind hier alle Freunde. Entsperre es. Wir sind hier alle Freunde. Ich kann euch vertrauen. Ich werde das Terminal entsperren. Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte. Was haben wir da? Voll krass, Kerl. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie ihnen. Denkt ihr, ich wollte Uta Pau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Uta Pau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Niederlagen schmecken anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Nein, Senator. Tages, wenn ihre Kinder das hier sehen, werden sie wissen, dass die Jedi für sie gekämpft haben. Wie enttäuschend naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Okay. Einen sehr sympathischen Gast. Der Typ wird nicht lange überleben, ne? Der fällt vom Kurs und hey. Da ist noch was. Hallo? Was für eine Nacht. Ich bin der Senat. Okay. Galaktische Imperium. Weiß, wenn er einfach nur steht, die Bösen. Sie haben Glück, Senator. Sie haben einen Termin mit Saw Gerrera. Er wird mich töten.
Oh, darüber weiß ich nichts. Kommt drauf an, ob sie kooperieren. Diese Fähigkeit schätzen Senatoren doch, oder? Kooperation? Fortisa! Fortisa! Fulka! Cool. Ach, diese Senatoren haben ein schönes Leben. Bei mir habe ich das Gefühl, all diese Leute hier werden sterben. Entweder sind das die neuen Hauptcharaktere in diesem Spiel oder die werden alle sterben. Eins von den beiden. Schön, du Spielverderber. Haben wir einen Plan für den Senator? Ich überlege noch. Wir können jederzeit Coop und Liz fragen, um rauszufinden, ob der Senator fliegen kann. Früher oder später finden sie euch, Jedi. Das heißt Meister Jedi. Bin ich nicht offiziell ein Jedi-Ritter, ja? Hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja, fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Pläne für sein. Und ja, jetzt geht alles den Bach runter, ne? Wo wart ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wo ist er? Ja. Und das Schwert kennen wir. Sie wurden erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben. Im ersten Teil getötet. Kestis! Los, Feuer frei! Dank Ferrik, eine Inquisitorin! Wahrscheinlich haben wir doch getötet, ne? Aber anscheinend nicht. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Oh, die sind alle am Feigen, sehe ich gerade. Ich hab's mal vielleicht gerade gesagt, ne? Oh Mann. Oh. Ist das ein Witz? Fleischfabrik. Ah. Na. Köstlich. Ah. Ich meine, nein. Okay. Ja, also schon einige Sachen so genauso abgelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Also entweder waren das irgendwie die neuen Hauptcharaktere oder die sind alle am Falken, ne? Ja. Zweiteres ist eingetreten. Zwillinge. Ja. Trauern können wir später. Wir müssen weiter. Mein Gott, ich fühle mich so verbunden mit all den Charakteren. Ich weiß nicht, ob ich darüber hinwegkomme, ne? Wenn ich die eine halbe Stunde lang gekannt hatte. Okay. Oh, warte. Hab den gar nicht gesehen. Hab den gar nicht gesehen, ne? Auf einer markierten Wand springen, um einen Wandsprung auszuführen. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, soll ich das nicht machen. Ich habe das Gefühl, so soll man das nicht machen. Hi. Ich bin ein Rätsel, wie die mich nicht gesehen haben gerade, aber okay. Machen wir eine Pause. Ah, geht doch nicht so bei eine kleine Meditation um unsere Verluste hier
wegzukommen, ne? So. Alles klar. So, aber die neue Schwester lebt also noch, ne? So, rückblickend betrachtet kann ich mich auch gar nicht erinnern, ob wir die getötet haben oder nicht. Ich weiß, wir haben gegen die gekämpft auf Kashyyyk, ne? So am Ende so. Oh, die haben diese. Bei deren Schüsse sind so ein ganz kleines bisschen versetzt, ne? Ja, das gibt's jetzt nicht. Ja, so geht's natürlich auch. Ja. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob wir sie irgendwie so den Gnadenstoß gegeben haben oder irgendwie so Todesanimation hatte oder so. Ich weiß nur, wir haben gegen die gekämpft. Ich weiß gar nicht, wie er nochmal ausgegangen ist. Ich ehrlich bin. Dieser Weg ist versperrt. Los, wir kommen später wieder. Oh, nee. Nein, wo gehst du denn hin? Da. Lass mal auf ihn losgehen, danke. Oh mein Gott. Naja, mit dem Parieren funktioniert irgendwie nicht so mit. Oh mein Gott. Na, ich dachte, ich war schneller. Alter. Ah, habe ich nicht. Oh mein Gott, das gibt's doch jetzt einfach nicht mal. Nicht heute. Mit den Barrieren hat funktioniert irgendwie noch nicht so in dem Spiel. Also irgendwie so, ich muss irgendwie kurz bevor die mich treffen, muss ich die muss ich blocken, ne? Oh. Hm. Frisches Fleisch. Was ist das hier? Macht es Sense. Oh, nice. Sehr cool. Muss ich davon nicht irgendwie mal 3 oder 4 einsammeln? Das ist immer noch was am Boden. Oh Gott. Muss ich dafür im ersten Teil nicht irgendwie so immer so 3 Sachen oder so einsammeln? Aber irgendwo noch ein Weg, ne? Ja, genau deswegen ist das voll nervig, dass man irgendwie die Karte mal aufrufen muss, ne? Ich bleib jetzt immer hier stehen, also ja. Ich bleib jetzt immer hier stehen und tu die Karte öffnen, damit ich weiß, wo ich bin, ne? Das macht's natürlich ein bisschen. Halt dich bereit. Für. Wir haben keine Heilung mehr übrig. Um einen Gegner für Bargain zu verwählen, damit er seine Verbündeten bekämpft. Was machst du hier? Sia hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Sia, genau. Was ist mit der überhaupt? Mein, ich habe die mal in den Trailern damals gesehen. Ich glaube, die ist noch am Leben, ne? Und irgendwie ja noch dabei. Ja, so viele neue Sachen in dem Spiel, ne? Da komme ich gar nicht mehr mit klar. Irgendwie kann man ja auch noch die Zeit verlangsamen, ne? Wenn man, glaube ich, wir müssen vorsichtig sein, Kumpel. Irgendwie muss man ja auch irgendwie, weil nicht ja, die beiden Sticks reindrücken, ne? Da kann man irgendwie die Zeit verlangsamen. Hätte ich vielleicht auch benutzen sollen, ne?
Ich habe das Spiel jetzt abgestürzt. ja. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt nicht gerade, wo ich noch mal bin, ne? Wir sind jetzt hier anscheinend. Ja, da war ein bisschen nicht so dolle gerade. Aber okay, müssen wir noch mal zurückgehen anscheinend. Jetzt weiß ich nicht. Hat der jetzt alles gespeichert, wo ich jetzt gerade war? Nee, ne, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Wo bin ich hier? Warte mal, ich bin hier hochgegangen, ne? Warte mal, ich habe einen ganz anderen Ort gerade gefunden. War meine Action irgendwie zu krass, ne? Da wusste ich halt nicht, was man machen soll. Da, guck mal, da ist wieder so ein Druide. Oh. Ich weiß gar nicht, ob du eine Knarre hast. Gott. Ja, da hört er mal auf mit den Greifen die ganze Zeit. Hier drüben. Plötzliche Bewegung nicht vorhergegangen. Alter, ich gibt's jetzt nicht, ey. Okay. Was hat hier? Oh, das ist eine ganze Kiste hier. Was ist denn das? Oh, ein Stimpack? Ja. Yes. Den können wir gebrauchen. Was ist denn mit einer alten Heil passiert, ne? Willst du mir halt mal sagen? Ich hab's doch nicht. Jetzt halt weg. Maximal Stims erhöht. Sehr cool. Ich gar nicht gesehen den Ort hier vorhin. Ich habe mich nur gewundert, wo ich jetzt hier gerade gestartet bin, deswegen. Aber gut, zum Glück habe ich diese Wand gesehen, ne? Bin ja nochmal hochgeklettert. So, das Spiel scheint ja irgendwie so automatisch zu speichern, ne? Deswegen. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wo genau ich jetzt hier bin, storymäßig, ne? Aber sieht tatsächlich, dass hier noch nicht alles erkundet, ne? Das Spiel speichert immer nur, wenn ich hier, ja, hier sind wir genau. So, jetzt kriege ich das hin. Ah, diese Dinger haben so einen verzögerten Schuss, ne? Da seht ihr das? Das gibt's jetzt nicht. Jetzt muss ich noch mal gegen diesen einen Typen kämpfen. Ey. Aber das ist gut. Ich habe jetzt nämlich 3 Stims. Und einen muss ich jetzt schon mal verballern. So, ist das jetzt schon gescannt? Nein. Oh Gott, der Fortschritt wurde also nicht gespeichert. Los, wir kommen später wieder. So, weißt du was? Hier. So, warte mal, ich dachte, ich kann. Ha! Ja, ein so ein Angriff reicht schon. Mal ganz vorsichtig hier. Ja, ein so ein Angriff reicht schon. Das habe ich genau gesagt, wie ich das machen sollte, ne? So, ich bin noch ein bisschen zu ungeduldig im Spiel, ne? Ich muss daran denken, ich spiele auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, ne? Deswegen sollte ich mir vielleicht irgendwie. So, ah, jetzt wieder meine Macht erhöhen, ne? So, und dann bitte ohne Abstürzen gleich, ne? Das wäre sehr gut. BD sitzt auch da. Aber ich nehme auch die Macht auf.
Und nachdem ich im letzten Part so gesagt habe, so ja, ich bin normal, wie sie sich so eine Person, die irgendwie so, komm mal hier. Er ist irgendwo hier drin. Wir finden ihn. Der so Cuts irgendwie, so Bugs irgendwie begegnet, ne? Und dann passiert mir genau so was. Ich bin nicht der Feind. Damit parieren geht gar nicht. Ich weiß schon mal, ob ich lieber ausweiche anstatt. Sie hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Ich weiß schon mal, ob ich eher ausweiche anstatt irgendwie zu blocken oder so. Okay, so ungefähr hier sind wir stehen geblieben letztens, ne? Oh, der hat mich gesehen. Zack. Was ist das? Hi, der ist noch am Leben. Da hast du recht. So. Du kannst auf mich schießen. Ich sehe das eine Minigun. Oh, was? Ah. Na du. Was ist das? Ah! Was mache ich hier? Ich bin awesome. So, jetzt mal scheint es weiter zu gehen. Sehr gut. Alles klar. Wir sind schon bei Sims ausgegangen. Ich bin der Jedi. Schönen Tag. Was ist das? Hier rüber, BD. Ja, mach das schon mal auf. Ich schaue mich da oben nochmal um. Ich frage mich, wann ich meine Lichtschwertfarbe ändern kann. Ich will nämlich meine Lichtschwertfarbe ändern. So grün, so wie mein Thumbnail. Wie gefällt sich eigentlich mein Thumbnail? Der ist geil, ne? Ich habe Revans Klinge so als Vorbild genommen, ne? Und die grün nein, da oben ist schon wieder was gewesen. Und die grün eingefärbt. Okay, ich nehme an. Oh, guck mal da. Ich nehme an, da kann ich nicht durch, ne? Ja. Okay, jetzt sind einige Orte, die wir noch nicht hin können, ne? Nehme ich an. Aber irgendwann wird das schon, ne? Guck mal, da oben ist schon wieder eine Truhe, ne? Ich glaube, da ist bestimmt auch was drin, ne? Ich habe genug von diesem Ort. Und wie kommt man da oben hin, ne? Bestimmt sowieso einige Sachen schon verpasst, die ich erreichen konnte, ne? So, guck mal da. Aufwachen. Coruscant-Lackierung, haben wir die schon? Ich meine, die habe ich doch letztens. Ah, ich bin so kurz davor, ein Level abzukommen, ne? Hätten wir noch die paar Erfahrungspunkte auch noch geben können. Okay. Ach so. Und jetzt weiter. Okay, weiter geht's. Also ein, zwei Erfahrungspunkte kommen. Ich soll bestimmt noch irgendwie, was ich noch finden kann, ne?
Aber wenn da irgendwie so rote Sachen sind, dann sieht das sowieso so aus. Da habe ich, glaube ich, irgendwie auch verpasst. Ne, guck mal, da ist so ein grünes Ding. Ne, ich glaube, das ist eine Abkürzung. Ne, also machen. Ne, weil ich dann aufs Gehen vielleicht machen. Ich werde ja mal, ich werde ja wahrscheinlich irgendwann nach Kosten zurückkehren können oder so. Ne, nehme ich an. Da hinten sehe ich schon wieder so ein Dark Trooper. Hi. Sie wollen mich, sie kriegen mich. Sehr gut. Soll ich dich mitnehmen? Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Oh Gott. Wenn ich recht da hoch will. Wir müssen sie ausschalten. Wo ist denn hin? Da. Hey, wie geht's? Da. Genau, gleich hat er auch die Dings gemacht hier. Im ersten Teil. Triller, ne? Triller. Jetzt kriegst du erstmal auf die Fresse. Für mich wahrscheinlich. Ne? Ah! Sack! Mach dich bereit. Oh mein Gott. Oh, da habe ich gefallen pariert. Ne? Alter, wie viel die mir schon ab. Die macht mir so einen Schaden, ne? Boah. Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechenbar. Was? Ich bin noch nicht mit dir fertig. Alter. Nein. Oh mein Gott, macht das Schaden. Ja, was soll ich dagegen machen? Oh Gott, wenn er mich getroffen hätte, ne? Ha, repariert, glaube ich. Und ich bin tot. Oh mein Gott. Ja, ich habe total die Doppelklinge benutzt in dem Kampf. Da, jetzt habe ich zwei Klingen. Ja, aber ich bin aber so gut wie tot. Also glaube ich nicht eine gute Einführung für diese beiden sind. Soll mich das beeindrucken? Ja,
Ich habe jetzt zwei Lichtschwerter. Was machst du jetzt? Ja. Hat allein, um die meisten Angriffe zu blockieren. Cool. Oh, was? Ich hätte dich vorher gebrauchen können, Kollege. Ey. Mir fehlen nur so ein paar Erfahrungspunkte. Wo bin ich jetzt eigentlich hier schon wieder? Ach hier. Warte, was? Ach so, komme ich zum Boss. Alles klar. Man, diese paar Erfahrungspunkte, die ich vorhin gebrauchen können, ne? Gibt's jetzt einfach nicht. Okay, dann mal nochmal. So schlecht habe ich mich gar nicht angestellt, fand ich. Oh hey, danke. Das überhaupt. Oh, das war doof. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt bin ich natürlich tausendmal schlechter als vorhin. Hat die meine eigene Parade gerade paradiert? Gibt's da nicht, Mann. Okay, waren wir mal gerade zum Doppelschwert. Ich meine, wird glaube ich ja Sinn machen. Ich bin am Blocken. Ey. So, du hast keine Ausdauer mehr. Komm her. Boah, und jetzt. Jetzt kommt wieder eine Katze. Ey. Die hat gerade gar keine Ausdauer mehr. Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestes. Ich hätte voll auf die draufballern können. Ich hätte irgendwie mal sprengen. Ja. Du rechenbar. Boah. Hierher, Kuppel. Nicht schnell genug. Enze. Okay. Funktioniert nicht so, wie du halt vorstellst, glaube ich. Oh mein Gott. Warte, komm her. Wie kann ich den Angriff nicht so Alter, ich bin gleich schon wieder gleich mit 2 AP in der letzten Phase. So, aber gut, jetzt ich kann jetzt einen Skillpunkt ausgeben. Okay. Warum ist denn jetzt der eine war da? Oh. Überleben. SHP und so, ne, kriege ich wahrscheinlich nicht hin jetzt, ne? Zusätzlich Leben, ja, bitte. Ich glaube, das ist, glaube ich, sehr gut. Soll mir irgendwie helfen, irgendwie hochzuleveln oder was? Für diesen Kampf. Okay. Okay, nochmal da rein. Ich glaube, ich sollte mir diese Dinger da aufbewahren. Das ist irgendwie gerade Heilung. Ich habe L1 gedrückt. Kann ich dich blocken mit Dings? Warte mal, kann ich echt nicht blocken?
Was ist los, ja? Den kann ich nicht blocken. Seht ihr das? Ich kann nicht blocken. Was ist denn los? Ich kann ja irgendwie nicht abvisieren. Ich kann gar nicht blocken. Aber der hat die ganze Zeit seine Hand irgendwie davor gehalten. Boah. Komm her, du Stück. So, jetzt kann ich blocken. Ja, toll. Der hat die ganze Zeit seine Hand irgendwie so vor seinen Körper gehalten. So, nein, hau mich bitte nicht. So, danke. Nein, ich bin ausgewichen, Mann. Aber ist auch gar nicht so schwer. Man muss einfach nur warten, bis sie mit den Angriffen fertig ist. Na, so schwer ist das eigentlich gar nicht. Ich stelle mich nur wieder an wie blöde. Na, guck mal. So schwer ist das doch gar nicht, Mann. Rechenbar. Komm her. Komm, Mann. Da, ich habe mich fast voll geheilt damit. Nein. Okay, du hast mich noch nicht mal angeguckt. So, dann wird getroffen. Komm mal da gegen die Wand. Oh, ehrlich? Ja, wenn ich mich heile. Was soll man da machen in dieser Situation? Oh Gott. Oh. Bin ich gleich schon wieder mit 0 HP in der dritten Phase. So. Ich bin gleich schon wieder so gut wie tot. Alter, soll ich einfach warten, bis irgendwie mich hier dran zieht? Ja, jetzt bin ich wieder leicht so gut wie tot in der dritten Phase. Ja, bin ich schon wieder in der Situation. Ja, ich habe 2 Lichtschwerter, cool, ne? Bringt mir jetzt aber nichts, weil ich sofort wieder tot bin. Na. Oh ja. Oh ja. Warum kommst du gar nicht damit mit? Nein. Was mache ich jetzt? Ich werde dich ein für alle Mal erledigen. Ja. Oh, Stück, ey. Okay. Ich warte jetzt einfach, bis die mich irgendwie an sich dran zieht. Irgendwie bringt das nichts. Ja, aus dem Weg! Okay, ich glaube, diesmal schaffen wir das. Hm.
Wenn ich ja blocken kann, gut. Ja, Ding am besten ein bisschen später einsammeln. War aber sehr gut. Nein, voll einfach, ne? Blocken, blocken. Wenn man die Angst gehört hat, anzugreifen, aufgehen. Nein. So, ja, war gut. Rechenbar. Komm ich eigentlich mein Stimpack zurück, wenn ich das einsammle? Nee, ne? Warte mal. Ich will ja gar nicht einsammeln. Was mache ich hier? Ich muss da definitiv. Ich versuche die ganze Zeit hier Machttrick einzusetzen, aber. Hat die mich damit getroffen? Irgendwas gemacht. Er sagt, er muss da irgendwas machen, während die das macht. Aber ich weiß nicht was. Oh ja. So. Jetzt läuft der Kampf langsam. Ja. Ja. Ich bin ganz dreieck einsetzen. Ja. Nein. Oh, ich kann sogar seitwärts springen. Sehr cool, ne? Ja, auf Dreieck hat er gar keinen Angriff. Versucht die ganze Zeit mit Dreieck anzugreifen. Guck mal, die Dance Moves hier von dir. Also Dreieck, wenn der zwei Schwerter ist, ausgewählt und meine meisten. Oh. Warum sagst du mir halt jetzt? Verbrüllt sie mich gerade mit ihren Griff? Okay. Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Mein Name lautete Massana Tide. Den eine Beinprothese gehabt, ein rechtes Beinprothese. Es ist Zeit, dich zu befreien. Oh, ja. Ich glaube, diesmal ist sie echt tot. Ja. Mir geht's gut. Ein Schwert Doppelklinge. Kampfstilwechsel. Ah. Ich würde schon fast sagen, auf zwei Schwerter.
Weil so ein Doppelkling benutze ich ehrlich gesagt eher so mehr so zum Parieren von Schüssen, ne? Anstatt irgendwie so zum Kämpfen. Und das scheint mir relativ gut zu sein, so ein Gegner, weil ich schnell Ausdauer oder so abzuziehen, so wie ich da gerade gesehen habe, ne? Und da war relativ gut. So. Ich glaube, da oben ist ein Speicherpunkt, ne? Oder soll ich rein? Oh, ja. Okay, ja, da war schon ein relativ harter Kampf, würde ich sagen, ne? Für so den ersten Bosskampf, glaube ich. Den ersten harten Bosskampf. Und ich würde sagen, das war ein guter. Das ist ein guter Moment, um hier aufzuhören, ne? Wir geben noch unseren Fertigkeitspunkt hier aus, ne? Unserem Fähigkeitspunkt, Fertigkeitspunkt, was auch immer. 4 Fähigkeiten verfügbar. Was haben wir hier noch? Nee, das muss nicht unbedingt, ne? Zeit, die gekostet wird, um das Ding zu benutzen. Ausfallender Schlag reicht jetzt weiter. Kurz vor knapp ein, um mit zwei Blasterprojektilen hintereinander zurückzuwerfen. Oh, ich muss ja für jedes Schwert hochleveln. Oh, das macht es natürlich ein bisschen schwierig, ne? Das man muss sich schon so von Anfang an. Ah, guck mal, hier sind noch. Hier sind noch zwei andere, so wie das ausschaut, ne? Also gibt es wahrscheinlich noch zwei andere Kampfstile. Ich will mich ja irgendwie noch nicht auf eine Sache so festlegen, würde ich sagen. Gehen wir lieber auf die anderen Sachen. Ich gehe bei jenen Fähigkeitspunkten in jenem Rollenspiel, tue ich meistens immer erst darauf achten, so universale Sachen irgendwie zu lernen, die man immer gebrauchen kann, ne? Maximale Macht wäre natürlich nicht schlecht, ne? Okay, L2 und R2. Oh, nee, warte mal, das war was anderes. Benebelter Geist. Schwierig. Nehmen wir ihn hier. Die Fähigkeit will ich eigentlich nicht. Soll ich hier noch weiter sparen? Ich glaube, ich spare noch weiter, ne? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal hier HP, ne? Mehr HP. Oh, dann sparen wir ja noch ein bisschen. Das glaube ich die beste Sache, die wir ja gerade machen können, ne? Gut. Bereit zum Aufbruch? Alles klärchen, gut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es jetzt hier weiter mit Star Wars Jedi Survivor, ne? Bis jetzt ist das Spiel relativ gut, ne? Ich spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, deswegen ist es bockschwer, ne? Aber ja, also mag ich's, ne? Und ja, würde ich sagen, nächstes Mal geht es ja weiter auf Coruscant. Wir haben 75% von Coruscant erreicht, also nehme ich mal an, im nächsten Part werden wir Coruscant abschließen, so relativ so gegen Ende, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, das Schlimmste haben wir schon hinter uns. Und ja, da sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, warte mal. Kann man hier irgendwie diese Lackierung irgendwie machen? Hm. Ich habe ja so Lackierung, also was hier freigeschaltet, ne? So für Lichtschwerter, aber jemand hat Lichtschwerter, kann ich noch nicht irgendwie ändern, ne? Okay. Müssen wir wahrscheinlich erstmal Immens erreichen oder so, ne? Ich nehme an, der kommen wir irgendwann, zu der kommen wir irgendwann auch, ne? Oder irgendeine Werkbank oder so, keine Ahnung. Gut, jedenfalls, ich würde sagen, das war's für heute. Ich sehe euch dann wieder in der nächsten Folge und sag Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüssikowski.